Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein kleines Testvideo für dich und zwar habe ich mir das Bundle geholt, Holy und Day von Hatice Schmidt Labs, diese beiden Lidschattenpaletten. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, wie sich die Holy Palette so auf meinen Augen macht, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich war leider auch eine von denjenigen, die von dieser Lieferproblematik betroffen waren, sprich, ich habe direkt während das Video online kam die Paletten bestellt und es kam tatsächlich jetzt erst an. Also aus 2 Tagen Lieferzeit wurde über 2 Wochen Lieferzeit und das fand ich schon etwas bitter, muss ich gestehen. Bevor ich mich schminke, einfach ein kurzes Statement von meiner Seite. Ich werde aber nicht weiter dann nachher drüber reden, aber naja. Ich arbeite selber im Vertriebsinnendienst und weiß, wie schwer es ist, wenn dann tatsächlich auch Kundenbeschwerden reinkommen und so weiter. Ja, Hatice und ihr Mann hatten in dem Ankündigungsvideo erwähnt, dass sie das alleine aufgezogen hätten. Mag sein, sie sind wahrscheinlich als Geschäftsführer alleine dort, aber sie haben auch eine Supportabteilung. Das heißt, die Leute, die man kontaktiert hat, sei es über Instagram oder über den Support-Button auf der Homepage, waren natürlich nicht Hattie und ihr Mann, sondern das waren Mitarbeiter von denen. Und da muss ich wirklich sagen, fand ich den Support wirklich schlecht. Also ich kann ja nur aus meiner eigenen Meinung so sprechen. Ich selber habe dieses innerhalb von 24 Stunden sollte man schon antworten Ding. Also das, wenn man eine Beschwerde, eine E-Mail oder irgendwas reinbekommt, dass man innerhalb von 24 Stunden wenigstens ein Lebenszeichen oder eine Eingangsbestätigung geben sollte. Und zwar bezogen auf irgendwas, was der Kunde dann geschrieben hat, weil ich habe 104 Euro dafür bezahlt, was auch prompt von meinem Konto abgebucht wurde über PayPal und ja, ich habe halt zu Hause gesessen und die Videos kamen alle online und ich habe mir gedacht, hey, was ist los, ne? Ich hatte eine es ist verschickt Geschichte bekommen, aber es ist nichts passiert in dem Status und da habe ich natürlich nachgefragt, was da los ist, nicht, dass man vergessen wurde, zumal dann auch irgendwie gesagt wurde von Hatti in ihrer Story, vielleicht sind da irgendwelche Adresseingaben falsch oder so, was meiner Meinung nach die Leute nervöser gemacht hat, als es hätte sein müssen, sage ich mal. Man hätte besser die Leute direkt informieren sollen, so hey, alles mit deiner Adresse ist in Ordnung, aber wir haben Probleme mit DHL, das wäre sinnvoll oder nach einer gewissen Zeit und nicht nach Aufforderung, wir schicken neue Ware raus. Das war nämlich das, was ich vor 2 Tagen geschrieben habe, Leute, ne, wie wäre es, vielleicht schickt ihr einfach neue Ware raus, wenn das Paket verloren ist, wäre so eine Idee. Und das wurde dann auch, glaube ich, gemacht, wenn ich das richtig mitbekommen habe, denn da gab es keine neue Sendungsnummer drüber. Auf jeden Fall habe ich den Kundenservice kontaktiert und habe keine Nachricht zurückbekommen. So, ne? Das fand ich ziemlich mies. Natürlich bekommen die ziemlich viele Nachrichten, aber dann muss ich da halt jemand hinsetzen und antworten. Ich meine, das muss ich in meinem Job auch, dafür werde ich bezahlt und das erwarte ich dann halt auch irgendwo als Kunde. Ne? Und meine Bewertung, die ich jetzt hier abgebe, ist nicht als Fan von Hatice Schmidt, sondern als Kunde, die sich diese beiden Lidschattenpaletten für fucking 104 Euro gekauft hat. Das kann nicht jeder mal eben so aufbringen. Ne? Ich kann es auch nicht. Und deswegen ist es viel, viel Geld. Also das ist nicht mal eben so, ich kaufe mir ein Brötchen oder so. Ne? Naja, außerdem denke ich, dass Hatti ja auch schon ein paar Produkteinführungen begleitet hat durch ihren Bronzer, durch ihre Lidschattenpalette, durch diese ganze Hatice Schmidt und Love Kollektion, durch die Hatice mit Becker Kooperation, sodass sie auch so ein bisschen in diesen kaufmännischen Prozess involviert war. Das heißt, sie hätte eigentlich kaufmännisch professionell auch agieren können. Meiner Meinung nach hat sie das nicht getan. Sie hat weder in ihrem Ankündigungsvideo professionell reagiert, also das war mehr so ein Verkaufskanalvideo und weniger ein, hey Leute, ich habe hier was Cooles, Marketing, Maßnahmen und so weiter. Ne? Also das ist irgendwie echt bitter, was sie da gebracht hat. Auch ihre ziemlich trotzigen Instagram-Stories, die man gesehen hat, da habe ich mir auch gedacht, okay, wow, Professionalität ist echt was anderes und als jemand, der gerade als Kunde auf seine Produkte wartet, macht das kein gutes Bild. Ne? Deswegen bin ich doch etwas skeptisch gewesen und als ich dann tatsächlich auch meine Lieferung bekommen habe, habe ich ernsthaft einen ganzen Tag drüber nachgedacht, behalte ich die Produkte oder schicke ich sie zurück? Ich habe mich letztendlich dafür jetzt entschieden, sie zu behalten und hier sie
auch so vorzustellen, ne? Und ja, heute testen wir dann die Holy Palette. Es ist einfach ein Produkt, habe ich mir jetzt gekauft. Schade, limitiert, muss ich wirklich sagen, finde ich sehr, sehr schade. Wenn ich zum Beispiel an die Palette von Maxime Giacomo mit der Kooperation mit Luvia denke oder die Pinsel von Luisa Creschen, das sind keine Produkte, die limitiert sind. Das sind einfach so die ersten Produkte, die die dann auf den Markt gebracht haben. Und wo man halt entspannt einkaufen kann als Kunde und nicht so, oh mein Gott, ich muss die jetzt ganz schnell bestellen. Ich glaube auch, dass sich Hattie damit, oder Hattie Schmidt Labs hat sich damit selber ins Fleisch geschnitten, weil die dadurch selber halt diesen Run ausgelöst haben und nicht dieses entspannte Gefühl vom Einkaufen, ne? Meine Meinung. Aber gut. So, jetzt habe ich meine Meinung genannt und jetzt gucken wir uns die Palette an. Wie gesagt, ich habe mir beide bestellt im Bundle, Holy und Day. Die Day-Palette ist die, die ich jetzt nicht in diesem Video zeigen werde, geschminkt auf dem Auge. Ne, das ist auch die Palette, die wahrscheinlich am häufigsten verwendet wird, weil sie am alltagstauglichsten ist. Sie hat 9 Töne, 54 Euro kostet sie, wenn du sie alleine kaufst. Ist schon happig, ne? Da kannst du auch eine Anastasia Beverly Hills Palette für kaufen mit deutlich mehr Tönen. Ja, und das halt von einer Marke, wo man nicht unbedingt weiß, wie die Qualität ist. Manchmal muss man auch mal mutig sein. Ja, also interessante Palette, wird aber noch ausgetestet, jetzt aber nicht. Ich finde sie wirklich schön, jetzt so vom ersten Eindruck her gefällt mir das unheimlich gut. Mondays ist ja der Ton, der so ultra gehypt ist, da bin ich extrem gespannt drauf. Und ansonsten kannst du dir damit sowohl alltagstaugliche Töne, alltagstaugliche Make-ups schminken, als auch so ein bisschen außergewöhnliche Geschichten. Aber passend zu meinem heutigen türkisen, mintgrünen Outfit habe ich hier in der Holy Palette echt so geile Töne drin. Das sind diese hier und am geilsten finde ich natürlich Holy, ne? Passt gerade so ein bisschen. Und ja, das sind die 9 verschiedenen Töne, die ich super interessant finde. Swatches auf den Armen, finde ich, machen nicht so viel her wie das, was du nachher letztendlich auf dem Auge hast. Ich kann dir dennoch mal ein paar Swatches einblenden, die ich aber quasi machen werde, nachdem ich mein Augen-Make-up geschminkt habe. Das heißt, ich lasse mich davon echt vollkommen überraschen. So, das machen wir jetzt genauso wie auch beim letzten Mal. Als erstes habe ich hier diesen grauen Ton, das ist die Farbe Plaga. Der kommt auf dem Arm auch tatsächlich genauso dezent rüber, wie er nachher auch auf dem Auge ist. Terra habe ich ja gar nicht, achso, das weißt du ja noch gar nicht, ne? Das habe ich noch gar nicht, jetzt mache ich hier die Swatches und du hast es noch gar nicht gesehen, ne? Okay, Spoiler, Entschuldigung. Plaga ist sehr, sehr dezent. Terra ist sehr, sehr intensiv. Das finde ich echt schön, wie der hier pigmentiert ist. Es ist eine ganz, ganz buttrige, aber gleichzeitig auch irgendwie trockene Textur. Sehr interessant. Und dann habe ich hier den Ton Vinum. Das ist dieses Lila. Der kommt auf dem Arm jetzt doch fleckiger rüber, als ich es so gehofft hätte, sage ich mal. Bei den Tönen habe ich schon im Pfännchen gemerkt, dass die Pigmentierung bzw. die Konsistenz von den Farben sehr, sehr unterschiedlich ist. Echt interessant. Da habe ich hier einmal Heaven. Der fühlte sich im Pfännchen fast schon so an, als wäre da irgendwie so, keine Ahnung, Öl oder sowas mit drin. Der schimmert übrigens richtig geil, ne? Das muss man wirklich sagen. Das ist so richtig Meerjungfrauen, aber auf dem Finger kommt er tatsächlich deutlich intensiver rüber, als er dann tatsächlich auf dem Arm aussieht. Also das finde ich interessant, ne? Also das kann man wahrscheinlich ja, wenn ich jetzt doller presse, noch etwas intensiver aufbauen. Aber ja, mit dem Pinsel drückst du dir ja eigentlich nicht so doll auf dem Auge rum. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Ton, den du mit dem Finger auftragen solltest. Dann habe ich hier die Farbe Holy. Das ist der Ton, der ja die Palette für mich auch ausmacht und der sich jetzt auch auf dem Arm genauso präsentiert, wie ich ihn mir wünsche. Der ist richtig schön. Das gefällt mir unheimlich gut. Dieses Türkis, passend zu meinem Outfit. Yay! Eigentlich ist das Outfit passend zur Palette, aber es läuft. Dann Aqua Pur heißt der hier ja, glaube ich, ne? Der fühlt sich im Pfännchen super trocken an. Wenn ich ihn aber jetzt hier swatche, ist der Butter. Also wirklich, als hätte ich hier auch irgendwie was Öliges oder so mit drin. Das ist sehr interessant jetzt tatsächlich. Es fühlt sich fast schon cremig an, aber im Pfännchen mit dem Finger gerade gerührt, hat er sich ultra trocken angefühlt. Die Schimmerpigmente, die man im Pfännchen sieht, kommen auf der Haut nicht so intensiv raus. Also dementsprechend ist es jetzt eher für mich ein matter Ton als ein Schimmerton und so ein absolutes Zwischending, also ein ganz spezieller Ton. Aber ja, ne? Ist ganz schick, dieses Maritime.
Ich finde diesen Vinium, dieses Gelbe, tatsächlich sehr schwierig, auch damit irgendwie was zu schminken, weil es ist halt gelb, aber es ist ein speziellerer Ton, muss ich wirklich sagen. Und für ein Gelb ist es schon sehr, sehr gut pigmentiert. Dann habe ich hier Infernum, das ist dieser rote Ton, den ich auch wieder genau wie diesen blauen Ton einschätze, ne? Also von der Textur sehr ähnlich. Und auch hier wieder leichte Schimmerpigmente, die im Fändchen krasser aussehen, als sie es tatsächlich sind. Und auch wieder eher ins Matte gehen, aber so ganz subtil hat er noch einen Schimmer mit dabei. Und dann habe ich die Farbe Faith, das ist dieser Ton, der fühlt sich richtig toll an, richtig klasse, sehr, sehr angenehm. Ähnlich wie der Heaven tatsächlich von der Textur her. Und das ist so ein grün-goldener Ton, den ich auch super spannend finde. Und ich denke einfach mal, wenn man die Töne jetzt hier einfach komplett mal sieht, es ist eine kunterbunte Palette, aber ich muss auch gestehen, als ich sie das erste Mal angeschaut habe, habe ich mir gedacht, wow, was zur Hölle soll ich damit schminken und wie soll ich damit einen stimmigen Look hinbekommen? Die Base habe ich soweit schon mal bei mir gemacht. Ich habe das relativ natürlich heute gehalten. Die Produkte sind halt so ganz normale Alltagsprodukte von mir, was ich dir auch gerne mal unten in der Infobox verlinken kann. Aber das soll jetzt eigentlich nicht die Hauptgeschichte von dem Video sein, sondern diese wundervolle Palette, die echt schön aussieht. Ich finde auch, dass Heaven extrem geil rüberkommt. Und jetzt hole ich dich ein bisschen näher ran und dann starten wir einfach mal nach dem ganzen Laberababa. Es wird empfohlen, einen Lidschattenprimer zu verwenden. Dann nehme ich hier von Urban Decay die Primer Potion. Das ist dieses Produkt und das gebe ich mir auf mein Augenlid. Ich mache ein Auge mit einer gesetteten Base und ein Auge mit einer nicht gesetteten Base, oder? Ja. Bei dem Auge hier werde ich die Lidschattenbase einfach mal setten. Und dafür nehme ich einfach ein Puder, was ich hier da habe. Und womit ich auch schon mein ganzes Gesicht gesettet habe. Starten werde ich mit dem Ton Terra. Den gebe ich mir mit so einem abgeschrägten Pinsel abgeklopft, so ein bisschen in meine Lidfalte, beziehungsweise aufgrund von Schlupflidern ein bisschen oberhalb. Okay, ich muss nicht abklopfen, weil ich sonst viel zu wenig Farbe bekomme. Es ist halt ein Grau, ne? So ein Grau habe ich, glaube ich, jetzt nicht unbedingt in irgendwelchen anderen Paletten drin. Das hat schon was Cooles irgendwie, aber jetzt kein Ton, wo ich sage, oh wow, yeah. So, dann gucken wir mal, wie das auf einer ungesetteten Base aussieht. Kann man wohl machen, ne? Da sehe ich jetzt auf den ersten Blick nicht so den größten Unterschied. Ich finde, dass es bei der gesetteten Base deutlich weicher rauskommt und sich schöner verblenden ließ als bei der ungesetteten Base, ne? Also das finde ich hier doch etwas fleckiger und nicht so schön und harmonisch und keine Ahnung. Gefällt mir nicht so gut. Hier versuche ich jetzt mal mit einem fluffigen Blendepinsel das Ganze noch auszublenden. Ohne Farbe dran. Ja, ich finde, dass die Farbe deutlich stärker auf dem gesetteten Lid rauskommt, ne? Irgendwie. Ja. Gut. Ich baue sie noch etwas auf. Mit Vinum werde ich jetzt so ein bisschen, aber nur ganz leicht, meine Lidfalte noch vertiefen. Das ist halt so ein Pflaumeton. Ich habe nur ein ganz bisschen hier auf dem Pinsel. Kommt nichts runter beim Abklopfen. Den setze ich mir hier so außen hin. Blend den oben vorsichtig mit rein. Pigmentierung ist dann ganz gut. Aber es ist halt auch schön aufbaubar. Also wenn du vorsichtig reindippst, dann wirst du auch vorsichtig Farbe bekommen. Und das finde ich ganz angenehm. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass du deine Lidschattenbasis hier, deinen Lidschattenprimer, vorher abpuderst. Weil du die Töne sonst nicht so soft auf dein Lid bekommst, ne? Ich finde, das ist deutlich schwerer hier zu verblenden und dass es hier viel, viel fleckiger wird. Das mag ich nicht. Von den Tönen her sieht es ein bisschen aus, als hätte ich einen aufs Auge gekriegt, ne? So richtig dieses gräulich-lila, ne? Das ist krass. Ich möchte wirklich versuchen, so viele Töne wie möglich heute zu verwenden. Das heißt, es könnte gegebenenfalls etwas bunt mal wieder bei mir werden. Ja. Wahrscheinlich. Ich gebe mir diesen Ton, den Aquar, gebe ich mir ganz nach außen. Ich versuche das auch mal mit diesem Pinsel hier zu machen. Das greift ordentlich Pigment. Oh, der ist heller, als ich dachte. Er hat auch leichte Schimmerpigmente mit drin. Aber nur ganz, ganz leichte Schimmerpigmente. Jetzt nicht so ganz extreme, ne? Mit dem Blendepinsel von eben verblende ich das hier in der Lidfalte.
Gut, auf der nicht gesetteten Base funktioniert es deutlich einfacher, da Farbe drauf zu kriegen, muss ich sagen. Das ist halt, weil die Unterlage dann weniger pudrig ist, sondern eher klebrig und dementsprechend bekommt man da die Farbe besser drauf. Ist aber eine schöne Farbe, ne? Also ich mag so Blautöne auf jeden Fall. Siehst du auch fast keinen Unterschied jetzt, ne? Nachdem man das aufgetragen hat. Ich mache meinen Pinsel hier übrigens in einem Lappen sauber, der hier so auf meinem Tisch rumliegt. Als nächstes möchte ich definitiv die Farbe Holy verwenden, also dieses großartige Türkis in der Mitte. Das mache ich direkt mit dem Finger und das fühlt sich wirklich schön an. Doch, ne? Das ist Hammer. Das ist richtig schön. Boah, das hat echt was richtig Geiles, ne? Das ist so mega der geile Ton für Eiskönigin-Make-up. Richtig schön. Ne? Mega schön. Also die Farbe, die flasht mich wirklich vollkommen. Finde ich echt klasse. Die ist schön formuliert, butterig, weich und die hat echt so ganz, ganz, ganz feine Schimmerpartikel. Also das muss ich wirklich sagen, das gefällt mir richtig gut. Etwas schwieriger wird es nur mit meinem Augeninnenwinkel, denn da hatte ich mir eigentlich vorgenommen, die Farbe Faith zu verwenden. Das ist dieses Goldgrün irgendwie. Oh, die ist richtig weich, echt wundervoll, richtig metallisch. Die kommt jetzt hier innen rein. Wow. Kriegst du halt mit dem Finger nicht so gut hin, ne? Das ist ein bisschen schwieriger, aber ich habe da Bock drauf. Werde ich aber gleich nochmal mit dem Pinsel nachgehen, aber so mit dem Finger läuft das. Wenn mein Finger nicht so ungelenkig wäre. Aber ansonsten finde ich das voll schön. Dann nehme ich jetzt einfach mal so einen synthetischen, ganz, ganz flachen Pinsel und nehme damit die Farbe auf. Ja, das geht. Gebe mir das dann auf. Auch das geht. Schön. Ja, damit kannst du einfach präziser jetzt arbeiten, ne? So, ich dippe nochmal vorsichtig mit einem Blendepinsel in die Farbe Vinum, in dieses flaumige und verblende meine Lidfalte nochmal ein bisschen hier. Einfach, um sie nochmal ein bisschen zu definieren. Natürlich hast du die ganzen Schimmerpartikel jetzt auch mit am Start, aber das geht. Von diesem Glitzer, also vor allem von diesem Gold, habe ich hier so ein ganz kleines bisschen Fallout. Aber das ist nun mal so, ne? Da musst du schon richtig Glitterglue nehmen, wenn du nicht willst, dass sowas wandert. Ich habe eigentlich echt Bock, nochmal die Farbe Heaven zu nehmen. Jetzt, wo ich schon so am Glitzern bin. Und die gebe ich mir einfach, ja, wow. Die schimmert so richtig goldlila und hat so Meerjungfrauen-Style, finde ich. Die gebe ich mir hier außen noch drüber. So, nur so vorsichtig als Topper, weil ich da Bock drauf habe. Und das sieht schön aus. Ja, eine gute Wahl. Dann verstärke ich mir das Türkis, also das Holy nochmal. Wenn man die Farben aufbaut und wenn man halt schichtet und schichtet, dann kriegt man da auch eine krasse Leuchtkraft mit raus. Also das muss man den Farben wirklich lassen. Das ist schön, schön formuliert, ne? Das ist jetzt nicht beim ersten Auftrag direkt kavum drauf, aber wenn man es aufbaut, auf jeden Fall. Farben, die ich jetzt nicht verwendet habe, war jetzt Terra, das ist dieser Ton hier oben. Dann Infernum, das ist dieses Rot, aber ich denke, das kann ich mir gleich unten am unteren Wimpern ganz gut vorstellen. Und dieses gelbe Venium, genau. Die habe ich jetzt nicht verwendet, aber ich gebe mir tatsächlich dieses Infernum, also das Rot, an den unteren Wimpernkranz. Und dafür nehme ich den Pinsel von eben auch. Es hat auch so bläuliche Schimmerpartikel irgendwie mit drin. Das kommt hier einfach so vorsichtig drunter. Ja, das passt auf jeden Fall dazu. Ja, hier ist er echt so ein bisschen Fallout. Vielleicht sollte man da tatsächlich vorher nicht seine Base machen, sondern erst nachher. Und das wäre jetzt tatsächlich mein fertiger Look, den ich so geschminkt hätte mit der Holy Palette. Finde ich ganz cool. Ich werde da jetzt noch einen Eyeliner ziehen und mir Mascara drauf machen. Dann setze ich mir noch ein Inner Corner Highlight mit meinem Highlighter und auch ein Augenbrauen Highlight. Und ja, dann kommen wir zum Fazit. So sieht das dann von Namen aus. Mit Eyeliner und Highlighter und Mascara und fertig. Genau, also ne, das ist dann halt quasi der komplette Look. Das wollte ich einmal noch kurz von Namen zeigen. Ich finde tatsächlich, dass die Farben ziemlich cool auf den Augen wirken. Ich finde schon, dass ich ein bisschen hier vor mich hin glitzer, ne, auch über dem Highlighter. Und das sind vor allem die Töne Heaven und Faith.
die zwei Töne, die quasi diesen groben Glitzer mit drin haben, der quasi so runtergefallen ist. Jetzt kommen wir zum Fazit. Hätte ich 54 Euro im Laden für die Palette bezahlt, wenn ich gewusst hätte, dass ich quasi so einen Look damit kriege? Nein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich würde sagen, Drogeriequalität ist es nicht. Das heißt, es ist schon viel, viel besser als auch die höherpreisigen Marken, die man quasi in der Drogerie findet. Ich hätte aber gesagt, dass diese Palette eigentlich eher einen regulären Verkaufswert von maximal 40 Euro haben sollte. Maximal, meine Meinung, ne? Weil es ist halt noch keine etablierte Marke, die jetzt groß bekannt ist. Das Einzige, was an der Marke bekannt ist, ist eine der Gründer. Und das ist Hatice Spitt. Die anderen Faktoren davon sind ja ganz nackte Tatsachen, die einfach nicht so, ne, außergewöhnlich sind. Das ist halt eigentlich nur der Name von der Lady, die hier auf der Palette draufsteht, ne? Und dieser Name ist für mich dann halt keine 15 Euro wert, so, wenn man das so sehen möchte, ne? Und dementsprechend ist es nicht ganz gerechtfertigt, meiner Meinung nach. Sie bringt ja noch, oder Hatice Schmidt Labs bringt ja noch, sie, die Firma, einige weitere Produkte raus, was ja auch in dem Video von Hatice gesagt wurde. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie die auch qualitativ und vor allem auch preislich sind. Mir gefällt sie, also ich bereue den Kauf auf gar keinen Fall, finde sie aber doch etwas überteuert. Das heißt, man kauft dann schon so ein bisschen diesen Hype und wie auch immer diesen Fangirl-Hype-Style, weiß ich nicht, dieses Feeling, das kauft man halt einfach mit. Finde ich irgendwie schade, muss ich gestehen, weil, weiß ich nicht, finde ich schade, wenn man es ausnutzt, so, ne? Aber gut, ich finde die Palette cool, ich werde sie öfters tragen. Ich freue mich auch drauf, die Day-Palette auszutesten, ne? Auf jeden Fall. Und ja, der Look hat mir gefallen. Ich hoffe, dir auch. Und ich hoffe, dir hat das Video auch gefallen. Wenn dem so ist, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!